Das ist sehr nice. Deshalb sage ich auch immer wieder, achtet auf die Gegend, spart Munition. Ne? So, wir haben jetzt alles eingesammelt. Dann könnten wir doch jetzt eigentlich prinzipiell doch eigentlich weitergehen, oder? Doch hier. Da landet noch Plasma in Energie, das habe ich. Hätte ich übersehen. Das hätte ich übersehen sozusagen. Nichts, nichts, ne? Okay. Gut, da haben wir noch diese altbekannten Spinte, die wir auf öffnen können. Aber da lag leider eine Stase. Komm schon, wir bräuchten mal eine Speicherstation. Ah, da! Boah. Hey, ich muss unbedingt speichern, denn als Fanatiker zu spielen ist das gerade nicht leicht. Für mich und da vorne. Da vorne sehe ich ein Monster, garantiert. Warum haust du denn ab? Ich will dir nichts Böses tun. Aber ich würde mal drauf tippen, dass du mir aber was Böses tun möchtest. Ne? Was hab ich gesagt? Stasepack. Auch noch Stasepack. Sonst noch was? Nee. Aber da vorne den Energieknoten haben wir noch aufgehoben, ne? Sehr schön. Wir werden bestimmt diesen einen Monster da begegnen. Auf jeden Fall, da wette ich drauf. Was denn hier? Toys Yoi. Und Fashion Kit. Ey, sehr nice. Wir können ja hier Kleidung kaufen. Eine sehr schöne Gegend, aber... Und endlich haben die in Dead Space 2 auch mal diese Atmosphäre doch verbessert. Also in Dead Space 2 war die Atmosphäre doch wirklich dasselbe. Also das war nicht so toll. Aber dennoch hat es mir Spaß gemacht. Und in Dead Space... Ich brauche unbedingt Medipack. Fuck! Lass es, rate ich dir dringend. Boah, tut mir leid, dass ich ein bisschen übersteuert habe, aber... Alter, das war knapp. Das war echt knapp. Ich glaube, die verfolgen unsere Signale. Kommen ihre Erinnerungen wieder? Meine kommen zurück. Die guten. Fuck. Und die schlechten. Je mehr ich mich erinnere, desto mehr Schmerz. Immer wieder sehe ich die Symbole. So war sie auch, Isaac. Odin. Immer wieder sehe ich dein Gesicht. Oh Scheiße, sie haben mich gefunden. Jawohl, der Shop, meine Freunde. Und wir haben leider immer noch nicht so viel Medipack, also ich finde, es ist doch deutlich schwieriger als sonst. So, dann speichern wir nochmal jetzt. Denn es ist, ich finde, wir sollten dringend abspeichern. Wir haben ja so viele Monster abgeknallt. Deshalb sollte man auch dringend abspeichern. So. Nun gut, heruntergeladenes Schema, Energieknoten und Impulsgewehr haben wir auch gemacht. Militärisches Sturmgewehr mit hoher Feuerrate, das gab es auch in dem ersten Teil. Ist auch sehr praktisch, aber
Aber dennoch finde ich, es lohnt sich nicht so gut. Also meiner Meinung nach sollte man, finde ich, wenn man ein Impulsgewehr holt, dann sollte man dieses Gewehr auch wirklich verbessern. Also so auf das Maximale Stärke. Denn wenn er jetzt so schnell feuert, dann wäre es doch eigentlich gut, wenn wir das auch verbessern würden, ne? Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Warum haben wir keinen Panzer mehr, ey? Ich scheiße. Guck mal, ein Medipack klein, ey. 2000 Credits, ey. Die wollen mich verarschen, glaube ich. Können wir vielleicht irgendwas verkaufen? 10.000, genau, Rubin. Und noch Gold. Wir wollen auch verkaufen. So. Im Safe haben wir nichts. So. Was haben wir hier? Impulsgewehr, Strangkanone. Harpunengewehr. Ey, Freunde, lasst uns das mal ausprobieren, ne? Vielleicht ist es ja was. Okay, ich hab's gekauft. So, vielen Dank, einen schönen Tag noch. So. Was ist das denn? Moment, sind das Stäbchen? Ich glaube, das sind diese Stäbchen, ne? Glaube ich, die man auch auf andere Monster wirft. Ich bin auf jeden Fall überrascht. Headshot. Nolan Strauss, er war Patient im gleichen Projekt wie Sie. Ja? Warum war er dort? Was will er? Er ist ein Psychopath, Isaac. Halten Sie sich von ihm fern. Er hat seine Frau und sein Kind getötet. Ich bin vorsichtig. Und ich bin gleich auch mit vorsichtig, also. Was ist das denn? Bolt, warte mal. Bolt Disco? Ich will da rein. Oh, schade, dass man dann da nicht reingehen kann. Aber das macht ja. Aber das würde auch keinen Sinn machen, denn es gibt ja hier nicht so viele Menschen. Auf dem Mond. Also, wir sind ja auf dem Mond, ne, glaube ich. So wie ich es mitbekommen habe, müssten wir auf jeden Fall auf dem Mond sein. Wo denn jetzt eigentlich? Ich habe keine Ahnung. I don't know. Müssen wir da lang? Genau, wir müssen da lang. Deshalb, ihr wisst ja Bescheid, ne? Wir müssen hier alles gucken. Credits 700, sehr nice. Vielleicht hier auch noch irgendwas, was wir brauchen könnten. Nein, schade. Okay, gehen wir mal rein. Ich bin mal gespannt. Ah, hier. Da liegt noch Textlog. Ja, dann lesen wir mal. Altmanns Fußstampfen. Eine Publikation für die Anhänger von Michael Altman. Wir, die Kinder des Markers, sind die repressiven, unumwundenen Earthgov-Angriffe auf unser Recht auf Religionsfreiheit endgültig leid. Eingeschränkte Öffnungszeiten der Kirche, Feuerschutzrestriktionen bei der Größe von Erweckungsfeiern. Literatur darf nicht mehr ohne Genehmigung ausgegeben werden. Das sind doch nur fadenscheinig verschleierte Versuche, die Wahrheit zu unterdrücken. Unsere Wahrheit. Aber sie werden keinen Erfolg haben. Der blasphemische, kurzsichtige, rücksichtslose, destruktive und hoffnungslose Fahrt auf den Earthgov uns treiben will, ist eine Sackgasse, auf die nur Unitologie eine Antwort kennt. Altman hat es vorhergesehen und wir sind gesegnet, es ausführen zu dürfen. Seid bereit, meine Brüder und Schwestern, die Konvergenz ist nah. So viel dazu, wir hacken jetzt mal diese eine Maschine, ne, müssen wir ja wieder... So. Gehackt. Was haben wir noch hier? Jawohl. Boah, das war knapp, ey. Das war echt knapp. Warum haben wir eigentlich für die Knarre leider keine Munition mehr? Also dafür. Ich dachte, sie bringen mich zum Wohnbezirk.
Das hier sieht aber nach einem Munitology-Rekrutierungszentrum aus. Bin ich hier richtig? Ja, es gibt einen alten Wartungszugang, der Sie durch das Abfallsystem zu den Cassini Towers bringen wird. Seien Sie aber vorsichtig. Sind da Monster? Geben Sie ein Lebenszeichen. Wieder Textlog. Shock of Ontology, Titan, blablabla. Rekrutierungen sind in den letzten Wochen merklich zurückgegangen. Dies liegt sicher an den jüngsten Verleumdungskampagnen von EarthGov, die uns in der Presse als Schwindler und Rebellen hinstellen. Leiter des Sugars of Venus Wayport und dem Heliopause Observer werden Ende der Woche herkommen, um eine Antwort zu verfassen. Bereiten Sie zusätzlich Budgets für Public Relations und Medien vor, um diesem Trend entgegenzuwirken. Außerdem wirken sich die CSC-Entlassungen negativ auf unsere Rekrutationsziele aus, so dass wir im Jahresvergleich fast 30% Verlust zu verzeichnen haben. Gibeux, Ende. Credits lag da noch, das hebe ich mir mal gerne auf, ne? Na. Hahaha, mit einem Schuss, ey. Credits, Credits, kommt in meine Arme, Credits, yay. Schau mal hier ganz kurz nach, vielleicht gibt es hier irgendwas. Ne? Mittlerweile habe ich das ja schon auswendig gelernt, dieses Erkunden und so. So, wir müssen diese eine Maschine wieder hacken, aber bevor wir den hacken. Harpunen, Speere, jawohl. Ich benutze am besten mal die Harpunengewehr. Denn, wir müssen ja sozusagen also auch mal neue Waffen ausprobieren, damit ihr auch mal sehen könnt, wie die anderen Waffen sind. Es könnte ja möglich sein, dass dieses Harpunengewehr deutlich besser ist als dieses Plasma-Cutter. Könnte sein, ich weiß es nicht. Ah, wir müssen da reingehen, okay. Weiß ja nicht, ob hier Gegner kommen werden. Auf jeden Fall, wenn hier Gegner kommen, dann wird uns eine Quicktime-Events erwarten. Glaube ich. Boah. Okay. Wer das hier sieht, sollte aufpassen. Man kann mit Chinesen Klingen aus Leichen herausziehen und sie zurückschleudern. Sehen Sie. Ich habe diesem Trick schon 3 Stunden überlebt. Gesehen? Einfach zurückschießen. Ich werde bald verbluten. Mich hat's übel erwischt. Ich hoffe, das hilft Ihnen, wer Sie auch sind. Okay. Also wir können die Gegner irgendwie so an die Wand aufkleben, wie auch immer. Harpunenmunition. Man kann mit chinesischen Klingen aus Leichen herausziehen und sie zurückschleudern. Sehen Sie. Das kenne ich, okay. Das haben wir uns schon angesehen. So ungefähr. Warte mal, wir müssen da lang, aber ich gehe mal hier lang. Denn warum ist sie denn sonst offen? Ne? Warum ist sie denn sonst offen? Ich habe keine Ahnung, aber da geht es auf jeden Fall nicht mehr weiter, weil dort eine Tür ist, die verschlossen ist. Ich geh mal weiter. Am besten. Yeah.
Am besten mal speichern, am besten. Ja gut, okay, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!